Leute, ich habe eine neue App entdeckt. Was kommt jetzt schon wieder? Die nennt sich TikTok. Was für ein Ding? TikTok? Ach du Heilige, mein Neffe, der Genove, der hat die auch, du. Hey, wieso kennt ihr das beide? Ich hab da noch nicht von gehört. Jürgen, das ist auch eigentlich nicht unsere Altersgruppe. Und was genau macht man da, Günteres? Ja, eigentlich kannst du machen, wonach dir gerade ist. Und was zum Beispiel? Keine Ahnung, du kannst da tanzen, irgendwelche Tricks machen oder einfach das, worauf du Lust hast. Und du tanzt da, Günther, oder was? Ich hab da schon ein bisschen was hochgeladen, du. Zeig mal her, was du da so verzerrst. Ja, guck mal hier, du. Zeig mal her hier. Was soll das denn für ein Tanz sein? Das ist der Buslenker. Der was? Das ist der Buslenker-Tanz. Kennst du den nicht, oder was? Noch nie gehört. Was ist das für ein Quatsch, Junge? Ich verbring damit Stunden im Bett, du. Günther, du musst mal aufhören, krampfhaft alle Trends mitzumachen. Was ist denn daran so schlimm? Du bist viel zu alt, du solltest lieber angeln gehen oder sowas. Nee, darauf habe ich keinen Bock, du. Aber TikTok machen, oder was? Das ist immer noch besser, als mit 27 noch YouTube-Videos zu drehen, ne? Ja gut, da hast du auch schon wieder recht. Leute, was soll denn das jetzt hier werden? Wir sind doch ein Team. Warum versucht ihr mich jetzt hier in eine Pfanne zu hauen? Ich wollte das mal gesagt haben. TikTok ist aber Thema heute, also weitermachen. Was lädst du da noch so hoch? Ja, sowas hier auch. Zeig mal her. Wipe, wipe, wipe it down. Wipe, 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 wipe it down. Wipe. Das verstehe ich nicht. Was verstehst du daran nicht? Du machst einen Spiegel sauber und auf einmal hast du eine Maske auf? Ja, genau. Was soll denn das? Denk mal, das soll witzig sein, oder nicht, ne? Ja, gelacht habe ich aber nicht. Ja, das liegt ja an dir. Also ist das jetzt meine Schuld, dass es unlustig ist, oder was? Nein, es ist deine Schuld, dass du nicht gelacht hast. Günther, gib mir doch nicht die Schuld dafür, dass du einfach einen scheiß Humor hast. Jürgen, hör auf, mir mein neues Hobby zu verbauen, du miese Peter. Du kommst hier wieder her, erzählst uns davon und dann ist dir wieder nicht recht, was ich dazu zu sagen habe, oder was? Wie wär's denn, wenn du zur Abwechslung mal sagst, schönes Hobby, Günther? Ja, dann müsst du mit einem anderen Hobby herkommen, aber du verlangst von mir, dass ich gut finde, wenn du hierher kommst und einen Spiegel sauber machst und eine Buslenkerbewegung zur Musik machst. Leute, beruhigt euch mal. Wie stehst du denn dazu, Werner? Du, für mich wäre das jetzt auch nichts, aber so schlimm finde ich das jetzt nicht. Da finde ich schlimmer, wenn man mit 27 Selbstgespräche vor der Kamera führt. Ja, Leute, ist auch mal wieder gut jetzt mit den verbalen Seitenhieben hier. Was soll denn das? Ja, wirklich überzeugt bin ich davon nicht, du. Eugeni, du musst dich auch mal auf neue Sachen einlassen, du. Günther, ich gebe dir noch eine Chance, um mich zu überzeugen. Ich habe hier noch was anderes. Guck mal hier. Ja, komm, letzte Chance hier. Oh mein Gott. Oh my God, he on X Games mode. Versteh ich nicht. Kennt man doch, wenn man ohne Schweißschirm schweißt oder nicht. So ein Blödsinn hab ich ja noch nie gehört. Willst du dir die Augen verballern oder was? Das soll einfach lustig sein. Checkst du das nicht oder was? Günther, du bist einfach verwirrt. Früher hat man sich noch vernünftig die Zeit vertrieben und heute kommen alle auf so ein Blödsinn oder was? Du bist ein alter Brummelkopf, der alles doof findet. Nee, ich find nur beschissene Sachen doof. Also alles. Noch dämlicher als deine TikTok-Videos sind eigentlich nur die Videos von Varian. Es reicht jetzt wirklich. Haltet mich jetzt verdammt nochmal raus aus dem ganzen Mist hier. Ach komm, beim nächsten Mal zeige ich das halt nur Werner. Der versteht mich wenigstens. Naja, so würde ich es jetzt so aber auch nicht sagen. Komm, Werner, wir gehen ein paar TikToks aufnehmen. Wie, jetzt? Aber... Komm, los. Na gut. Besser, als wenn er wieder mit der Rapmusik anfängt. Ist immer noch besser, als mit 27 noch YouTube-Videos zu drehen, ne?